Ekliptik. Es bedeutet nichts anderes wie die gedachte Sonnenlaufbahn. Diese gedachte Sonnenlaufbahn oder Ekliptik ist ursprünglich eingeteilt gewesen bei den alten Mesopotamiern in vier Teile. Die vier Teile, es handelt sich also darum, dass man beobachtet, dass in ganz bestimmten Fixsternteilen die Sonne im Laufe eines Jahres hindurchläuft. Darum gedachte Sonnenlaufbahn, Ekliptik. Und nun war auch von der Innenseite her gesehen, denn das, was im Makrokosmos ist, ist ja auch, wie man sagt, im Mikrokosmos. Die ganze Lehre der Astrologie ist eine Entsprechungslehre oder ein Korrelat. Es ist also nicht so, wie man meint, man wird von außen her beeinflusst. Es ist also keine Strahlung, die auf uns fällt. Der Merkur bestrahlt sie nicht, sondern es ist ein Korrelat zu gleicher Zeit, wo der Merkur diese Konstellation hat, hat er auch in den Erscheinungen, in den lebendigen Erscheinungen unseres Planeten diese und jene Wirkungen. Diese innere Sonne, diese innere Laufbahn, die interessiert uns. Denn im Augenblick, als wir in diesen Kosmos traten, wurden wir geprägt. Goethe sagte, wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten, so bist du fort und fort gediehen nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, so sagten schon Sibyllen und Propheten, und keine Zeit und keine Macht zerstückelt, geprägte Form, die lebend sich entwickelt, in den Urworten von Goethe. Das bedeutet, es ist eine Prägung da im Augenblick unserer Geburt. Wir werden nachher die verschiedenen Prägungen betrachten, aber sie bezieht sich auf das Licht, das uns das Leben gibt, und das ist die Sonne. Die Sonne im Altertum als Helios verehrt, im Christentum als Christus Sol, Christus die Sonne, das ist die innere Sonne verehrt. Das alles hängt mit diesem Tierkreiszeichen oder Zodiakalzeichen zusammen, indem die 4 mal 3 enthalten sind. Also, wenn man es ganz deutlich nimmt, haben Sie hier im Widder, haben Sie das Feuer in seiner Initiative, im Stier haben Sie die Erde im fixstabilen Stadium, in 3 haben Sie die Luft im auflösenden Stadium, in 4 haben Sie den Krebs in dem wässrig-initiativen Stadium, in Löwe haben Sie das Feuer in seinem fixstabilen Stadium und in der Jungfrau haben Sie die Erde im geistigen auflösenden Stadium. In der Waage haben Sie die Luft im initiativen Stadium, im Skorpion das Wasser im fixstabilen Stadium und im Schütze das Feuer im geistigen Stadium. Im Steinbock haben Sie die Erde im initiativen Stadium, im Wasser die Luft im fixstabilen Stadium und in Fische
die Seele im auflösend geistigen Stadium. Das sind es, und darum spricht man von den sogenannten Trigonen, das sind Dreiecke, denn beispielsweise Zwillinge und Waage und Wassermann, die ergeben ein großes Dreieck des Geistigen oder des Kommunikativen. Oder Krebs, Skorpion und Fische ergeben das Dreieck des Seelischen oder des Gemütes. Oder Witter, Löwe, Schütze ergeben das Dreieck der Tat und der Initiative, oder Stier, Jungfrau und Steinbock ergeben das Dreieck oder Trigon des Irdischen und des Materiellen. Das wären zuerst einmal die Dreiecke, das sind die Trigone, und so haben wir dann auch die Quadrate und die Konjunktionen. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Hier ist es nun zuerst einmal, dass Sie dies in einer ganz bestimmten Reihenfolge und Ordnung haben. Und ursprünglich ist das sogenannte Feld, man hat es früher das Haus genannt, einem ganz bestimmten Zeichen zugeordnet. Heute ist uns ja der Begriff Feld gar nicht mehr fremd, denn in der Physik haben wir ja die Felder, haben wir die sogenannten Kraftfelder, die eben von entscheidender Bedeutung sind. Wir wissen, dass der ganze Kosmos, da wo in ungeheuren Weiten alles in der Leere mit 2e ist, dass dort Kraftfelder wirken und dass diese Kraftfelder die Ordnung des ganzen Universums bestimmen. Und man würde sagen, dass in diesen Kraftfeldern gewissermaßen die Gedanken Gottes, da befindet sich das eigentliche Gottesreich, darinnen, in diesen Kraftfeldern. Und so ist ja auch unser ganzer Organismus aufgebaut aus Kraftfeldern, also aus einer ganzen Menge leerer Sein. Der Astrophysiker sagt, was im Grunde unser ganzer Körper an eigentlichem Stoff im Schoße der Materie nur ein winziges Pünktchen auf einem Kaffeelöffel hat, das genauso viel wiegt wie der ganze Körper. Denn alles andere ist Leere, ist nichts darin. Das hängt mit dem meisten Stoff zusammen, den wir in unserem Körper haben, mit dem Blut, das ja Wasser ist, und da haben Sie die Wasserstoffatome und den Sauerstoffatom, und das ist ungefähr in einer Entfernung von Frankfurt nach München und Paris. Und alles, was dazwischen drin ist Leere, ist Kraftfeld. Und insofern ist das alles, was wir überhaupt Materie nennen, ursprünglich in einem ganz kleinen, verhältnismäßig kleinen Klumpen gewesen. Und darum sprechen wir ja auch von dem Urknall einer so verdichteten Materie, die sich nach außen hin zerstäubt und heute noch zerstäubt in ungeheuren Geschwindigkeiten in den unendlichen Raum hinaus. Hier haben Sie also den Ausdruck des Humanen, des Menschlichen, und haben darin die verschiedenen Möglichkeiten der Bewusstseinsentwicklung. Ursprünglich war alles nur in 4 Teile geteilt. Dann war es in 8 Teile geteilt, dann in 10 Teile, das waren die 10 Gebote Mose. Bei den 8 finden wir noch die alten
Regeln, die wir in fernöstlichen Lehren haben. In der 10 hatten wir die 10 Gebote und wir haben eigentlich heute noch die 10 Monate, denn wenn Sie sagen Oktober, heißt das ja 8 und es ist an sich der 10. Monat. Es sind also noch 2 Zeichen eingeschoben worden im Kalender, im christlichen Kalender. Und dann kamen wir schließlich auf die 12. Und in diesem 12 haben Sie die großen Ordnungen, die nun unser Leben in den verschiedenen Sektoren bestimmen. Diesen 12 Zeichen entsprechen 12 Felder, also 12 Kraftfelder, die natürlich nicht so gelagert sind, wie sie hier schematisch gekennzeichnet sind. Aber wir können an diesem Schema die Bedeutung der Felder kennenlernen. Das erste Feld, das an sich Widder, das Ich ist, das Ego, das Ich bin, das ist das Gegebene. Davon müssen wir ausgehen. Jeder muss von seinem Ich ausgehen. Denn nur das versteht er, indem er von sich selbst ausgeht. Das ist das Gegebene. Auf der anderen Seite, über den Mittelpunkt hinweg, in das Oppositionsfeld oder wie wir sagen, in die Achse hinein, also in der Achsenführung nach der anderen Seite, haben wir das 7. Feld, das ist das zu Findende, das ist das Du. Das suchen wir auch immer. Wir suchen immer das Du, bis wir es gefunden haben. Das ist auf der einen Seite das Gegebene, das Ich, und auf der anderen Seite das zu Findende, das Du, die Waage, das Waage fällt. Darum auch darin die Ehe, die Partnerschaft, also auch wenn Sie eine geschäftliche Partnerschaft oder eine sonstige Partnerschaft eingehen, ist es im 7. Feld zu suchen. Im 1. Feld finden Sie sich selbst mit all Ihren Arten und Unarten. Das ist alles in diesem 1. Feld angezeigt. Dann haben wir das 2. Feld. Das 2. Feld, das sind die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, die Mittel, die wir in unseren Talenten und unseren Fähigkeiten, in unseren Qualitäten haben, das Mittelbare, dessen wir uns bedienen. Diese Mittel schaffen wir uns auch. Das sind die wirtschaftlichen Mittel, das Geld, alles das, was an Werten wir uns schaffen. Da erscheint für uns die Welt. Das ist der Stier, das Mittelbare, also die dispositionsfähigen Mittel. Und über die Achse, das 8. Feld, das ist der Verlust der Mittel. Da müssen wir das Mittel, das wir haben, daran geben. Das heißt, da verlieren wir es. Und da das erste Mittel, das wir haben, unser Körper ist, denn in diesem Körper haben wir ja das Instrument, das Mittelbare, wodurch wir über unseren Körper uns vermitteln können. Mein Willen und das alles vermittle ich über meinen Körper, Sprache und alles, wie ich bin. So verliere ich das alles im 8. Feld. Im 8. Feld gebe ich meine Mittel daran. Das kann natürlich auch zu Übungen führen, wo man sagt, man geht freiwillig hinein und das wäre Meditation. Da geben Sie für gewisse Zeiten alles Mittelbare daran. Das wäre also die Opferung, die freiwillige, um die es geht.
Man denkt immer daran, man kann da, dass man die Mittel daran gibt, doch etwas wieder in anderer Weise gewinnen. Darum ist natürlich auch, wenn uns etwas Mittelbares verloren geht, können uns unter Umständen Gewinne zuteil werden, wie Erbschaften. Die sind im achten Feld auch darin enthalten. Das ist also da, wo wir etwas aus dem Verlust gewinnen. Im dritten Feld, in dem Zwillingsfeld, da haben Sie das Milieu und die Differenzierung. Da haben Sie die Umwelt, in der Sie sich befinden, die ganze Umweltprobleme, also auch unsere heutigen Umweltprobleme, sind die Probleme des dritten Feldes. Aber es ist zu gleicher Zeit auch das Denken, das, wo Sie sich zurechtfinden, wo Sie die verschiedenen Dinge, die um Sie sind, differenzieren, wo sich alles verteilt. Das ist die Vielfalt des Intellektes in seiner Differenzierung. Das ist das Dritte. Es fallen darunter auch die Geschwister, die Verwandten, alles dieser große Kreis, den sie um sich herum haben. Und im neunten Feld, über die Achse drüber, verlieren sie das Milieu, sie verlieren ihre Umwelt und alles, was ihnen lieb geworden ist, und gehen in die Fremde. Dann gehen sie ins Ausland. Sei es, dass sie nun nach Australien auswandern und nach Amerika, oder aber, dass sie überhaupt sich einem Höheren zuwenden, einem Geistigen. Sie überwinden das, was ihr sonstiges Milieu ist. Und das ist die Art des höheren Gesetzes, des geistigen Gesetzes, der Schütze fällt. Der Schütze Mensch geht gerne in das Ausland, er geht in die Ferne, er geht in die Weite, er sucht das Höhere und findet es auch entweder innerlich oder äußerlich. Das ist einerlei. Erweiterung des geistigen Bewusstseins heißt Schütze. Das ist das Gesetz von neun. Das wäre also diese erste Seite. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Das wäre der Krebs. Das wäre vier, das vierte Feld. Der Frühlingspunkt, den wir auch astronomisch Frühlingspunkt nennen und der jetzt am 21. März ist, das ist immer 0 Grad Schwitter, genau links. Und von da aus rechnet man immer die Zeit, die Zeichen. Also Widder ist das erste Zeichen, Stier das zweite, Zwillinge das dritte und jetzt kommt Krebs, das vierte Zeichen. Das vierte Zeichen ist die Fundierung materieller Art. An sich sagt man, da fängt man eigentlich materiell an. Da kommen sie her, da ist die Erbmasse enthalten, da ist die Geburt, da ist das Geburtsmilieu, da ist alles das, was sie gewissermaßen zur Grundlage für ihre Existenz brauchen. Da ist Haus, Heim, Grundbesitz, das sind alle festen Werte. Während die Werte wie beispielsweise ein Girokonto, das liegt unter Stier im zweiten Feld. Aber Hypotheken, die Sie haben und feste Werte, also Haus, Grundbesitz, das liegt im vierten Feld, im Krebsfeld. Das ist das feste, stabile. Und das ist der Anfang des Lebens und darin sehen Sie auch, wie das Ende des Lebens geartet ist. Sie können sehen, ob Sie ein
schönes Lebensende haben, ob sie bei ihren Kindern wohnen oder ob sie im Ausland sind oder was sie am Lebensende treiben, das ist alles im vierten Feld angezeigt. Darin haben sie gewissermaßen dann den Kreislauf an das Ende gebracht. Das ist das Interieur zu gleicher Zeit, die Fundierung materieller Art. Und dann das zehnte Feld, das ist das, was sie nach draußen hinbringen. Hier unten das Interieur im familiären Kreis und oben das, was sie in die Welt nach draußen bringen, die Art der Autorität, die moralische Geltung vor den anderen Menschen. Das ist das Exterieur und da erkennen Sie, wodurch Sie eigentlich nach draußen hin Autorität gewinnen. Ist da oben der Stier stehen, dann haben Sie Autorität durch viel Geld. Oder ist da oben Löwe stehend, dann haben Sie Autorität durch Unternehmungen und Gestaltungen. Je nachdem, es können ja die verschiedensten Feldprinzipien sich dann oben auswirken und daraus erhalten sie dann die Autorität und ihre moralische Geltung. Natürlich auch mit allen negativen Einflüssen, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden. Das ist das Exterieur. Steinbock ist immer das Zeichen der Macht. Wo sie den Steinbock stehen haben, dort sind sie mächtig. Und darum sollten sie nie versuchen, irgendwo anders mächtig zu werden, als genau dort, wo ihr Steinbock steht. Dann bekommen sie alle Hilfen auch aus dem Metaphysischen heraus. Dann haben sie die fünfte Achse, da haben Sie im fünften Feld die freie, subjektive Beziehung. Das ist das Schöpferische. Da können Sie in die Freiheit kommen. Da haben Sie all Ihre individuellen Möglichkeiten. Da haben Sie Ihren Eros. Und dann haben Sie aus dem Eros alle Beziehungen und auch das, was aus den Eros entspringt letztendlich, die Kinder, ihre eigenen Kinder. Das Wagnis, das Risiko, das Abenteuer, das mit dem Herzen zusammenhängt. Und hier haben sie auch die Erotik, also natürlich in den verschiedenen Stufungen, das hängt ja immer mit höheren und niederen Werten zusammen, was ich Ihnen da noch zeigen werde, wie die Wertigkeit zu bestimmen ist, da haben Sie auch die Geliebte oder den Geliebten, also der nicht in der Ehe ist, sondern außerhalb der Ehe, der gehört in das fünfte Feld, während in das siebente Feld die Ehe gehört. Diese Tiere gehören also auch dann die Kinder hinein. Das sind alle freien, subjektiven Beziehungen. Und im elften Feld, im Zeichen Wassermann-Feld, dort haben sie das Erntefeld. Dort gelingt ihnen alles. Dort haben sie die Freunde, die Sympathien, die Gesellschaften, die Vereine, die Organisationen, die Hilfen, die Protektionen, alles das fließt ihnen im elften Feld zu. Dort, das ist das Gegenteil des Erotischen, das ist die Freiheit. Dort sind wir dann nicht mehr gefesselt, verstehen Sie, sondern sind wir in die Freiheit hineingekommen, denn das Positivste, was Sie im fünften Feld haben, ist ja das Schöpferische, aus dem Herzen heraus,
Hier aber haben Sie die ganz freien, großzügigen Beziehungen zu den Freunden, zu den Gesellschaften und so weiter.